Vorteile niederenergetischer, nicht-thermischer Elektronenstrahlprozesse für Life Science-Applikationen sind vielfältig. Somit können Anwendungsfelder neu ausgerichtet werden. Hier am Fraunhofer FLP werden beschleunigte Elektronen zur sicheren Impfstoffproduktion genutzt, ganz ohne Chemie. Mit der Elektronenstrahltechnologie können biotechnologische Prozesse gesteuert und stimuliert werden. Somit können wir neue Zielmärkte in der Biotechnologiebranche erschließen. Es werden neue Beschichtungstechnologien gebraucht, damit wir biobasierte und recycelbare Kunststoffe produzieren können, die über verbesserte Funktionalitäten verfügen. Der zunehmende Einsatz von Verbindungshalbleitern bietet dem Fraunhofer FLP die Möglichkeit, mit neuen Entwicklungen in der Präzisionsbeschichtung zur Produktion von hocheffizienten elektronischen Bauelementen beizutragen. Zur Sicherung hoher landwirtschaftlicher Erträge muss man Pflanzenkrankheiten vorbeugen. Das beginnt schon beim Samenkorn, das vor seiner Aussaat von schädlichen Krankheitserregern wie Pilzsporen, Viren oder Bakterien befreit werden muss. Dies geschieht momentan noch mit chemischen Mitteln, aber als bedeutendste Alternative hat sich inzwischen die vom Fraunhofer FLP entwickelte Behandlung des Saatguts mit beschleunigten Elektronen entwickelt. Das ist ein rein physikalisches Verfahren, das breitbandig und resistenzfrei gegen eine breite Klasse von Pathogenen wirkt, dabei aber gleichzeitig einen Schadstoffeintrag in Gewässer und Böden vermeidet und auch Gefährdungen der menschlichen Gesundheit ausschließt. Herzlich willkommen am Fraunhofer Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnologie FEP hier in Dresden. Wir arbeiten hier seit über 25 Jahren an der Entwicklung von Elektronenstrahl- und Plasmaquellen für die Oberfläche, Modifikation und Veredelung, für eine Vielfalt von Anwendungen. Bei uns hier im Haus werden neben der Technologie auch die Hardwarekomponente Hand in Hand entwickelt, bis zur Fertigung von Prototypen im Haus. Also Saatgutbehandlung mit beschleunigten Elektronen ist neben den allgemeinen Verfahrensvorteilen, die man hier herausheben kann, natürlich auch ein besonders gutes Beispiel dafür, wie in unserem Institut wissenschaftliche Untersuchungen, Prozessentwicklung, Konstruktion von Komponenten, Entwicklung von Hardwarelösungen Hand in Hand gehen und sich gegenseitig befruchten. Mit maximalem Vorteil für unsere Anwendungspartner in der Landwirtschaft, die mit uns zusammen hier also eine wesentliche Innovation betrieben und bis zur Markt- und Anwendungsreife geführt haben. Die nicht-chemische Behandlung von Saatgut hat die Entwicklung von unserer Elektronenquelle sehr stark vorangetrieben. Beginnend bei unserer Linearquelle bis zu unserer neuesten Entwicklung, die Toroidal-Elektronenquelle. Unsere Werkstatt ermöglicht die Fertigung von Prototypen von unserer Quelle bei uns im Haus. Diese ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen Konstrukteure, Monteure und Prozessingenieure. Dadurch sind iterative Prozesse möglich und können wir schnell und zielgerichtet zum Ziel kommen. Es sind unsere 25 Jahre Erfahrung, aber auch die enge Zusammenarbeit zwischen der Hardware- und Technologieentwicklung, die wir in all unsere Projekte einbringen. Diese Herangehensweise hat sich stets bewährt, auch über die Vielfalt von unseren Projekten. Neben der Prozess- und Technologieentwicklung beschleunigt die Hardwarefertigung bei uns im Haus die Zeit, um neue Technologie auf den Markt zu bringen. Damit haben unsere Industriepartner auch einen Wettbewerbsvorteil. Sie können sicher sein, dass unsere Technologien innovativ und industrietauglich sind.